So, seid gegrüßt zum vorletzten Dungeon hier in Harvesa. Diesmal geht es nach Akans Griff und der Aspekt, den man hier kriegt, ist für den Totenbeschwörer. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein. Okay, das Dungeon sieht schon mal nice aus. So. Oh, sind aber kaum Gegner hier drin. Tja, das haben wir solchen Idioten zu verdanken. Und ja, ich weiß, was ich da gerade gesagt habe. Hauptsache schnell hoch, Hauptsache schnell viel XP und so weiter. Und was haben sie jetzt davon? Ja. Es ist, naja. Ich will mich da jetzt nicht drüber aufregen. Dafür freue ich mich zu sehr, dass das Spiel endlich released ist und wir es genießen können. Und ich hoffe, dass nicht allzu sehr kaputt genervt wird. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Nur weil ein paar Idioten sowas machen. Dass alle anderen dann auch drunter leiden müssen. Jetzt fange ich schon wieder an. Sorry, Leute. Ist echt nicht meine Absicht. Mal, was bringt das? Na, egal. Ziemlich viele Fledermäuse hier. Na, da hätt's mir aber beinahe zerrisse. Ich hab keinen Schiss vor dir. Du solltest eher Schiss vor mir haben. okay. Weiter geht's. So. Wenn wir so gut weiter vorankommen. Also wir werden heute auf jeden Fall Harvesa schon mal abschließen. Habe ich... Oh, ja, schön. Nächste Paragon-Punkt. Ja, wieder auf Stärke. Ich weiß. Aber ich weiß noch nicht. Mit Stufe 6, eigentlich 75, aber mit Stufe, aua, Stufe 60 kann man schon mal versuchen, eine Welttierstufe 4 aufzumachen.
Ah, ist hier jetzt das... Okay, hier ist der nächste... Ich sag doch, ich mag Eis als Gegner nicht. Ich glaube, das ist einer der größten Schwierigkeiten, die der Rogue hier haben kann. Oder der Jäger, Jägerin. Sagen wir einfach The Rogue. So, ganz einfach. So, schön. Okay. Ja, und dadurch, dass jetzt halt auch die Gegner angepasst werden, sind halt auch weniger Gegner in den Dungeons. Logischerweise. Oh Mann. Ja, wie gesagt, sorry Leute. Ich glaube, ich hoffe, ich sage das richtig mit Kyrgyzstan. Ja, ich guck jetzt nochmal. Nee, das ist Haveza. Haveza, hier haben wir es. Kyrgyzstan. Ja, müsste richtig sein. So, das wird dann ja unser nächstes Ziel nach dem letzten Dungeon. Hier in Haveza. So ein bisschen hier aus diesem Gift. Ja, anders kann man es, glaube ich. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Allein werde ich bald sterben. Ja. Ich versuche ja, dich zu retten. Ja. Ja, hoffentlich vergifte ich sie jetzt nicht dadurch. Und dass sie dadurch stirbt. Das wäre blöd. Ja, das ist Nummer 4. Eigentlich dürfte die, ja, vor allen Dingen, die gehen ja auch nicht mal auf sie. Das ist es ja gerade. Die gehen auf mich. Danke, Wanderin. Ohne euch wäre ich tot. Jo. Ob. Klar, danke. Nehme ich gerne. Oh, noch ein Schädel. Was habe ich jetzt hier eigentlich? Wow. Das Armbrust. Ist aber schlechter. Egal. Aber das könnte wieder ein Skin sein. Werden wir nachher... Oder werde ich nachher auch mal gucken. Ja, oh, hier haben wir noch einen Rubin. Ach, wir müssen noch zwei... töten. Zwei Gegner, glaube ich, töten. Ja, Vampirfürsten. So.
Gott, wieder ziemlich viele Vampire hier. Ne, ei. Oh, schön. Aber, ah, da ist der eine Vampirfürst. Jo, klar. Komm. Schnitz, Schnatz, Schnitzel. Schnitzel. Und erledigt. Vampirfürst 1 liegt. Das sind keine... Oh. Keine Vampirfürsten. Ey. Hörst du mal auf, an mir rumzunuckeln? Ja, mal. Geht's noch? Tja. Ja. Ah, da haben wir den zweiten Vampirfürst. So, und jetzt können wir hier zum vorletzten Endboss des Dungeon Runs in Harvesa. Das ist doch schon mal nice. Wer erwartet uns dort? Begebt euch ins Schattengewölbe? Ja. Ah. Wer auch sonst? Als der Blutbischof. Haha, daneben. Ja, ich würde sagen, das war mal erfolgreich. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es hier ins letzte Dungeon in Harvesa geht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf. Wolf Mingan.